Hallo und willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Es gibt 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns lebt, die interessant ist. Und diese 10 Hinweise sind auch interessant. Oh Gott, hör auf, mir kribbelt's überall. Und jetzt können wir das die ganze vor, Folge durchziehen? Nein. Ich schneide jetzt ein bisschen die Haare. Nein, lass das. Hilfe, Gnade. Oh Gott, Philipp, hör bitte auf. Du, alles, was du willst. Hallo und willkommen zu einer kurz vor 10 Hinweise. Hinweis Nummer 1. Ich hatte tierische Angst vor dem Fliegen. Das führte sogar dazu, dass ich so einige Ehrungen habe auch sausen lassen. Dennis Bergkamp. Nein. Dennis, das hätte mich auch mega geschockt, wenn der tot wäre. Jetzt habe ich gerade gedacht, wenn du den irgendwie verwenden würdest oder kennen würdest, weil das so ein Insider-Ding, aber nein, wenn der tot wäre. Na, Dennis Bergkamp ist einer der größten Fußball-Virtuosen aller Zeiten. Na, darum kenne ich den so gut. Niederländer, der bei Arsenal gespielt hat, und der hat so krasse Flugangst gehabt, dass der regelmäßigst Spiele hat sausen lassen, vor allem in der Champions League, weil er schlicht und ergreifend nicht fliegen konnte. Du, ich bin bei Fußball schon eingeschlafen. Sorry. Mhm. Hinweis 2. Mein Künstlername rührt von einem Song her. Er rührt. Ich könnte auch sagen, der kommt daher. Aber er rührt. Er rührt den Pudding. Dann hat er vielleicht gesungen, wa? Vielleicht. Am Anfang habe ich gedacht, der wäre vielleicht noch Pilot geworden dann, aber scheinbar nicht. Aber stell dir mal einen Pilot vor mit panischer Flugangst. Ja, ich kenne viele Alpinisten mit Höhenangst. Vielleicht, ja, aber das ist ja das vielleicht ja gar nicht mal so schlecht, weil dann, ne, so dann hast du ja Respekt vor Dingen und so, aber es ist halt immer die Frage, wie stark ist die Angst, ob sie dich irgendwann lähmt und du von den Dingen ferngehalten willst, die du tun willst, oder ob es halt nur mehr Anspannung ist. Mhm. Habt ihr schon einen Hinweis? Wenn nicht, schneide ich euch noch ein bisschen die Haare. Nein, schnell Hinweis. Ja, ich habe schon einen Hinweis, der hatte Flugangst. Ich habe keine Ahnung. Hinweis 3. Ich selbst wurde in vielen Songs erwähnt, unter anderem von Wham, Billy Joel, den Beatles und Elton John. Eleanor Rigby. Nein, nicht Eleanor Rigby. Bitte? Charles Manson. Das Geld. Charles Manson. Naja. Ja, ja, ja. Er wurde auch in Songs erwähnt. Ja. Nein, Penny Philipp, Lane. Das reicht mir noch nicht. Es ist Mr. Penny Lane. Ja. Satanist. Oh. Ja, ja. Hinweis 4. Mein einziges Kind, mein Sohn Terry, wurde ein berühmter Producer. Unter anderem für die Beach Boys, die Birds und er hatte seine Finger im Song Mr. Tambourine Man und Kokomo. Oh Gott, Kokomo. Das ruft ganz schlimme Erinnerungen wach. Was? Hä, wie geht das? Ja, nein, das kann ich dir jetzt nicht vorsummen. Aber das war so meine erste Flugreise mit meinen Eltern. Ich glaube, ich war 10, irgendwie auf Mallorca. Und das lief dann im Hotel im Animationsprogramm. Jeden Abend war das. Beach Boys, Kokomo. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna make a Bahama, Bahama, come on, pretty mom. Kennst du nicht? Das wird auch in ganz vielen Filmen zitiert, diese Aufzählung von den ganzen Locations, ja. Ich habe es jetzt auch nur phonetisch gesungen, ich habe mich nie darum bemüht, mir den Text zu Du, ich finde damit ein schreckliches, gut, wenn man's kennt. Ein schreckliches Trauma. Nein, danke. Ich möchte nicht. Echt für deine Eltern, wenn das größte Trauma ist, was sie dir angetan haben. Bestimmt natürlich. Ja, ja, ja. Nur Gutes über meine Eltern. Vielleicht haben sie dir auch ab und zu die Haare geschnitten. Ja, ja, auch das. Gott, Herr, bitte auch. Ist eigentlich schon mal eine Aufnahme abgebrochen worden? Hinweis 5. Ich weigerte mich lange, meinen berühmtesten Hit zu singen. Das klang einfach so dermaßen nach Kinderlied. Nach der ersten Aufnahme, die ich in einem One-Take hingehauen hatte, grummelte ich, ja, und ist das jetzt das letzte Mal, dass ihr diesen Song hören werdet?
Und das würde mich sicherlich begeistern zu erfahren, wer diese Person ist. Ja. Noch weiß ich es nicht. Also bei dir bin ich mir 100%ig sicher, dass du die Person kennst. Und das mich ist begeistert. Ich bin raus. Das, sehr gut. Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber es ist eine Person, die man mit einem gewissen, ich meine, gut, in dem Umfeld bewegen wir uns jetzt schon. Versuch's nicht zu. Bisschen zu Popkultur. Nee, ich bin raus. Da kennt man die Figur schon. Ich glaube, du bist nicht. Jetzt nach dem letzten Kommentar auf die Queen of Jazz bist du ein bisschen gebrannt, oder? Auf jeden Fall. Hinweis 6. Mir wurde die Rolle der Mrs. Robinson aus Die Reifeprüfung angeboten. Ich lehnte ab. Die Rolle ging dann an Anne Bancroft. Ta-ta-ta-ya, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Oh, das ist ein schöner Ohrwurm. Den könnte ich noch ein paar hundert Jahre lang hören. Du kennst diese Schleifenabspielfunktion von VLC? Kannst du jetzt hier, habe ich hier gerade eingesungen. Okay. Not sure about that. Hinweis? Ja, war sie jetzt eigentlich Sängerin oder Künstlerin, Schauspielerin? Oh, vielleicht war sie beide. Oder nichts davon. Sowas wie Singer-Songwriter? Ja, komm, hier, weiter. Hinweis 7. Ich hatte eine Show mit dem einfachen Titel The Boop Show. Also einfach mein Name. Doch nach 3 Jahren war Schluss. Als Sauberfrau passte ich einfach nicht mehr ins Image der Zeit. Ist schon irgendeine Jahreszahl gefallen? Nee, ne? Nee, aber wenn du dir überlegst, Hinweis, der Dreharbeiten der zu Mrs. Robinson und wenn auch der Sohn für Mr. Tambourine und Kokomo unterwegs war, kann man es, denke ich, grob einordnen. Grob. Sehr grob. Nee. Und auch wenn du, wenn du überlegst, wenn ich sage hier, eine Sauberfrau passt nicht mehr ganz ins Image der Zeit, dann werden es auch wahrscheinlich nicht die 40er sein. Meinst du? Ja, ich glaube fast schon. Okay. Hinweis 8. Auch war ich bekannt als Schauspielerin in Hitchcock-Filmen, familienfreundlichen Komödien und als Sängerin. Die den Monaco-Grafen geheiratet hat, wer ist sie? Ach Gott, wer ist sie denn? Frau von Monaco, Franzi. Greta Garbo? Nee. Wen meinst du? Grace Kelly. Grace Kelly. Nein, aber mir gefällt sehr, wie du denkst. Es ist nicht Grace Kelly. Kelly Grace? Hinweis 9. Ihr kennt mich wahrscheinlich nicht unter meinem bürgerlichen Namen. Die Mary Ann von Kapelow, den ich für meinen Künstlernamen tauschte. Kapelow? Also Kappelhof mit 2 F. Wie heißt der Penguin bei Batman wirklich? Krabbelpott? Was? Krabbelpott? Also? Wirklich? Das wusste ich gar nicht mehr. Ja, ja, doch. Aber. Ich glaube schon Krabbelpott. My name is Krabbelpott. Okay, Hinweis 10. Ich verstarb im hohen Alter von 95 Jahren am eigentlich geplanten Termin für diese Aufnahme, also dem 13. Mai 2019. Hm, 19? Ja. Das war ja gerade erst. Ja. Hä, Moment, stopp. Das hast du antizipiert? Nein, hast du's umgeschrieben? Ich hab's an dem Tag geschrieben, okay. Als die Dame verstorben ist. Und da war ja auch unsere Aufnahme ursprünglich geplant. Der Philipp hat tatsächlich schon so eine Liste mit Leuten, die vielleicht bald sterben. Nee, aber das, man ist praktisch um keine Nachrichtenseite drumherum gekommen, wo das nicht riesig drauf stand, dass die Person gestorben ist. Du unterschätzt mich. Ich habe es gelesen, ich weiß es aber nicht mehr. Die Rede ist von der einzigen wahren Doris Day. Ah, fuck. Ja, ja, stimmt. Naja. Das habe ich sogar nicht mitbekommen. Ja. Spricht jetzt nicht für mich.
Oh, macht das. Ja, es spricht jetzt auch nicht gegen dich. Ja, es spricht aber auch nicht unbedingt für meine Hinweise. Dann nein, das war halt super. Das war klasse, das hätte man echt locker wissen können. Ja, ich bin halt einfach dumm. Ja, naja, aber ich... Was soll ich machen? Dafür bin ich schön. Aber... Halt, nein. Aber dann glaube ich, gehe ich mal wieder zurück zum Haare schneiden. Oh Gott, ich bin raus. Tschüss. Oh Tschüss. Gott.